Also diese Männer haben so hart gearbeitet, die gesetzliche Rente zu kastrieren. Kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay, Millionen in Vortragshonoraren. Ach, schön. Aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben Sie es. Das ist ein Skandal. Das schreit nach einer Revolution, ja, Herr von Wagner. Auf die Barrikaden für eine gute gesetzliche Rente. Verstehen Sie, die alle einzahlen. Ja. Beamte, Politiker, sogar Sie, Herr Otto. Was? Was? Ja. Lass uns die Fahne schwenken. Warum jetzt hier? Was denn? Warum jetzt bitte die ukrainische Fahne? Das ist nicht die ukrainische Fahne. Das ist die Fahne der deutschen Rentenversicherung. Ah, ja. Sehr schön. Rentenmörder. Rentenmörder! Ah, ja. Der Rentenmörder! Ist die Guillotine bereit? Ja, die Revolution kommt ins Rollen. Halt, Moment. Wir brauchen noch einen charismatischen Anführer für unsere Sache. Ja. Vielleicht jemanden, der dem kleinen Bürger auf der Straße auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, natürlich. Wen nehmen wir da? Ich weiß nicht genau. Also ich stets mache. Oh, super. Kommen Sie. Kommen Sie bitte. Ein Politiker als Revolutionsführer, das ist doch irgendwie das Ende. Also, ich habe 20 Jahre, bin ich im Kabarett, habe ich auf die Fresse bekommen, wegen der Rente. Und jetzt schlage ich zurück. Oh! Yeah! Das ist doch schlimmer als die Guillotine. Ach, cool. Nix Guillotine. Ihr habt der Rentenversicherung die Beine amputiert und jetzt sagt er, sie könnt nicht mehr laufen. Hey. Ihr habt gesagt, die Rentenversicherung sei zu teuer. Ihr habt ja nicht gemerkt, mit der Privatvorsorge müsst ihr noch viel mehr Geld für die Alterssicherung bezahlen. Hey. Das hey. Jawohl. Das stimmt ja. Man hat gesagt, die Rentenversicherung wäre nicht effektiv. Ja, mein Gott. Die Rentenversicherung braucht für die Verwaltungskosten nur 1,5% ihrer Einnahmen. Die Privatversicherung 20% und noch mehr. Ihr müsst doch die ganzen Drückerkolonnen, die Werbung und die Aktionäre mitbezahlen. Und jetzt sage ich noch was. Man sagt, die Rente sei nicht sicher. Über 100 Jahre. Die Rentenversicherung hat alle Katastrophen, alle Krisen dieses Jahrhunderts überlebt. Währungsreform, zwei Weltkriege, das kann man nicht von der Privatversicherung sagen. Ihre Geschichte ist die Geschichte gebrochener Versprechen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Eine Frage. Schauen Sie mal. Sie als alter Herz-Jesu-Marxist, könnten Sie uns übersetzen, was auf diesem Plakat eigentlich steht? Da steht, das habt ihr doch mit Absicht gemacht, da steht, die Rente ist sicher. Hurra!